Weiter geht heute mit Ryder Cup und den Scotland Open und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute tatsächlich zwei Rennen, die wir wieder annahmen. Das letzte Turnier haben wir ja durchaus erfolgreich bestritten. Gut, die Rookie Challenge jetzt nicht so, aber das ist tatsächlich wurscht. Gewonnen haben wir so trotzdem. Und let's go. Scotland Open auf jeden Fall ist ein Rennen. Sportfahrzeuge. Reglementierung unter 3. Runter von 1, eine zu weniger. Und du schießt eine fehlerfreie Runde, aber oh Gott, eine fehlerfreie Runde. Wie soll das denn hinkriegen? Naja, nicht schlimm. Wir nehmen den Lotus. Oh, eine schöne Farben für die Lacken. 16 Uhr. Okay. Spezial. Wir haben noch keine freigeschaltet, keine Speziallackierung. Naja, ist es schlimm eben so, wie es ist. So. So, dann schauen wir mal. Ah, ist ein schöner Sound. So, wie gesagt, das eine fehlerfreie Runde nochmal hinkriegen. Aber wahrscheinlich eh nicht hin. Sondern wenn wir noch Rennen relativ sogar drei Runden Zeit, dann ist das, wenn wir drei in Führung liegen, könnte das funktionieren. So, dann bleiben wir also mal kurz, das war eine kleine Stück gerade, aber das könnte reichen, um zumindest zwei von den Jungs zu kassieren. Vielleicht sogar den TT da hinten. Nee, gibt's nicht. So, und dann gehen wir plötzlich in Führung. So, dann kommt am Ende der erste Runde. Die erste Runde, die Runde hätten wir noch nicht schaffen. So, jetzt führen wir mit dem Lotus. Eine Runde an. Vielleicht machen wir noch viele freie. Sonst sind 10 Autos auf der Strecke. Da sind wir noch dran an uns, ne? Okay, da Wichser, Alter. Dankeschön. Da doch mir schön den Einnahmen ausgegeben. Ich hätte die fehlerfreie Runde gekriegt, wenn er mir den, wenn er mir nicht eine halbe gegeben hätte. Dann hätte er sich sparen können, den Rand gestellt. Ja, ich so, letzte Runde. Nach wie vor führen wir.
CC, ne? Der mich da so ein bisschen verfolgt. Ja. Ne, ist nicht mal CC. Eisekalt ausgenockt, Alter. Weil du mir jetzt übelst nervös machst und der genau nicht mehr an der gleichen Stelle. Weil du mich übelst nervös machst mit dem ganzen Zeit. Sag mal, ich hätte gerne diese scheiß wieder freie Runde hingekriegt. Die hätte ich auch hingekriegt, wenn der nicht gesagt hätte, nö, ich verfolge dich mal auf einen Millimeter. Ich möchte auch, dass wir die Runde nicht kriegen. Ich sehe die... Oder doch, die... Ne, können wir nicht hin. Mann! Wichser, Alter, hat er mir echt... Hat er mir zwei Ziele versorgt mit seiner Aktion. Nehmen wir jede Runde. Naja, alles gut. Aber wir haben sie geschafft. Das ist das Allerwichtigste. Oh, ein Bentley. So. Gut. Audi Showdown. Nehmen wir die mit. Und gib ihm. Die Top 2 müssen wir schaffen. Oh, wir müssen sogar Zweiter werden. 318 oder weniger. Und ich schlage irgendwas mit 750 Punkten, glaube ich. Sehe ich gleich noch. Voll den Start in der Top 10. Hat der wunderbar geklappt. Vorbei. Oh, das ist ein Point-to-Point-Rennen. Das ist gar kein Rundenkursrennen, naja. Ich will erstmal die Jungs da vorne wieder einfangen. Die ganze Reihe alle beieinander. Wow, Alter! Da hat sich gerade einer schön aufgehängt. Sogar zwei Autos gewesen, die zwei dann irgendwie miteinander gekollidiert sind. So, wie viel? Entschuldigung. Haben wir jetzt gerade. Ich kann also auch kurz noch mal ein bisschen absetzen vom Rest des Feldes. So ein bisschen zumindest.
also nicht der. Ich weiß ja gar nicht, wo die Handbremse geht. Ja, wirklich, ich hab mich überholt. Okay, das habe ich jetzt selber wieder einzubringen. Leider mehr nicht den Konter noch gegeben. Das war's schon. Jetzt muss ich aber mal irgendwann mal nachbeschleunigen. Reicht das noch? Nein, das reicht nicht. Er wird mich. Er hat mich tatsächlich geschafft. Der hat mich tatsächlich noch beschleunigt weggehauen. Ja, wir haben die Aufgabe geschafft, aber wir sind nur Zweiten. Na gut, das ist, oh, ist das bitter. So, ei, den Schock müssen wir jetzt mal verdauen. Den Audi Showdown haben wir nicht geschafft. So, gut. Naja, wie dem auch sei. Die nächste Folge bringt uns dann drei neue Rennen. Da anfangen wird Oliver's Landing machen, so wie ich das richtig hotlap. Und ja, wie gesagt, drei Rennen werden es dann sein auf jeden Fall. Und da geht es in Italien Performance Cup übermorgen. Aber wir sehen uns dann wieder morgen erstmal. Bis dahin, ciao.